Die CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann an die Rede des Kollegen Felgentreu anknüpfen. Das ist uns heute nicht in jeder Debatte gelungen, aber an dieser wird es uns gelingen. Und Sie herzlich bitten, dem Mandatswunsch zuzustimmen. Und Frau Höger, was Sie hier abgeliefert haben, ist wirklich ein beredtes Zeugnis der außenpolitischen Handlungsunfähigkeit der Linksfraktion. Der Kollege Liebig und Bartsch machen ja schon ihre Distanz auch zu ihren Ausführungen deutlich, indem sie ganz da hinten sitzen. Wir wissen, dass die Linksfraktion tief gespalten ist. Nur, wenn Sie jetzt, ich will es in aller Ernsthaftigkeit sagen, Bundeswehrmandate und die Anwesenheit von Schiffen der deutschen Marine in Zusammenhang bringen mit bedauerlichen und tief tragischen Todesfällen von Flüchtlingen, die versuchen, beispielsweise von Libyen über das Mittelmeer zu knüpfen, dann muss ich sagen, das stellt die Tatsachen nicht nur auf den Kopf, sondern ist eigentlich auch eine Beleidigung für alle Bundeswehrsoldaten, die dort im Einsatz sind und jeden Tag Menschenleben retten mit ihrem Einsatz. Und dafür sollten wir ihnen danken. Und da sollten wir nicht Bundeswehrmandate in irgendeiner Art und Weise diskreditieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn an irgendeiner Stelle in dieser Region ein Bundeswehreinsatz sinnvoll ist, dann hier. Libanon, das ist bekannt, der Kollege Felgentreu hat das ausgeführt, ist ein absolut destabilisierter Staat. Es gibt die Hisbollah, die quasi ein Staat im Staate fast ist, die nach eigenen Regeln handelt, die stark vom Iran beeinflusst wird, möglicherweise sogar gesteuert wird, und die sozusagen in ihrem Grundsatzprogramm stehen hat, den Staat Israel zu vernichten. Und das tut sie auch immer wieder. Jedenfalls versucht sie es immer wieder. Es werden immer wieder Angriffe gestartet. Und deswegen ist es doch eine wirklich nur zu begrüßende, auch ein nur zu begrüßendes militärisches Engagement, was dort übrigens mit der Herrschaft der UN vollbracht wird. Herr Varoufakis, dass wir eine Zwischenfrage zu. Ja, wenn ich vielleicht den Gedanken, sonst aber sicher komme ich da völlig aus dem Konzept, zu Ende führen darf. Deswegen ist es doch an der Stelle wirklich nur zu begrüßen, dass wir auch mit militärischer Gewalt dafür sorgen, dass die Hisbollah nicht fortführen kann und den Staat Israel bekämpfen und beschießen kann. Und deswegen können wir doch nur glücklich und zufrieden sein, dass die israelische Regierung einverstanden ist mit dem Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten. Sie machen einen guten Dienst. Sie helfen, die Situation zu entkrampfen. Sie beschützen Israel. Und da sind deutsche Soldaten in jedem Fall immer gut eingesetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, jetzt. Gut. Frau Höger. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herr Wadefuhl, stimmen Sie mir zu, dass Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken, weil es keine sicheren Herkunftswege gibt, dass sie ertrinken, weil die EU sich mit der Mission Frontex abschottet, um zu verhindern, dass Flüchtlinge legal nach Europa kommen? Da stimme ich Ihnen nicht zu, Frau Höger, weil es eine die tatsächlichen Wirkungen verdrehende Behauptung Ihrerseits ist. Die Frontex übernimmt eine ganz normale polizeiliche Aufgabe, die sich jede Staatlichkeit gibt und die EU als nicht vielleicht Staat, aber auch die sich die EU auch gegeben hat, indem sie dafür sorgt, dass unsere Außengrenzen sicher geschützt werden. Und jeder und es ist, glaube ich, in unser aller Interesse und in unser aller Sicherheitsinteresse, wenn wir eine Polizeieinheit haben, die für einen wirksamen Außenschutz da ist. Den wollen wir eher verstärken und nicht schwächen. Und natürlich ist es die Aufgabe, und sie wird übrigens auch von Frontex-Einheiten wahrgenommen, von Polizeieinheiten genauso wie von Marineeinheiten, jedes Flüchtlingsboot sich um jedes Flüchtlingsboot zu kümmern und jeden Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Und ich sage Ihnen, unsere Soldaten und auch unsere Polizeibeamten, das sind viele auch der Bundespolizei im Einsatz, haben mittlerweile tausende Menschenleben gerettet. Und ich finde es wirklich unerträglich,
dass Sie das ständig diffamieren, anstatt anzuerkennen, dass mit Steuermitteln und mit dem Einsatz unserer Leute dort so viel erreicht wird. Wir wollen aber an dieser Stelle keine Flüchtlingsdebatte führen, sondern wirklich uns um dieses UNIFIL-Mandat miteinander kümmern. Denn ich kann Sie wirklich nur aufrufen, an dieser Stelle Ihre ganz dogmatische Ablehnung jedes Bundeswehreinsatzes an dieser Stelle vielleicht einmal zu verlassen. Denn gerade dieses Mandat ist, ich war gerade bei der militärischen Komponente und möchte das noch ergänzen, hat eben auch eine Verhandlungskomponente. Sie waren es, die immer wieder verlangt haben, dass eine Art KSZE-Konferenz für den Nahen Osten geschaffen wird. Da sind wir sogar einer Meinung, Bundesaußenminister Steinmeier hat das sogar für eine etwas größere Betrachtung dieser Region, für eine mögliche Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Iran gefordert, was man wirklich nur sehr begrüßen und unterstützen kann. Das wäre sehr sinnvoll, wenn es irgendwie so etwas gäbe. Aber es gibt zumindest kleine Anfänge. Das UNIFIL-Mandat ist keineswegs ein rein militärisches Mandat, sondern es wird genutzt, um einen Verhandlungsrahmen, um trilaterale Gespräche zu führen zwischen der libanesischen Regierung, so schwach sie auch ist, zwischen der Hisbollah und zwischen Israel. Und das zeigt, dieses Mandat ist überhaupt nicht nur eine militärische Antwort auf die Konfliktsituation, sondern auch eine diplomatische Antwort auf die Konfliktsituation, die wir dort haben. Und deswegen kann ich alle Kolleginnen und Kollegen des Hauses nur auffordern, diesem Mandat zuzustimmen. Wir leisten einen kleinen, aber nicht zu unterschätzenden Beitrag für etwas mehr Frieden und Verständigung in dieser so gebeutelten Region. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat Amit Nuri.